Willkommen, liebe Leute, zu Adelsatz Protokava. Wir sind gut auf Mana. Mit mir und. Und? Einem neuen Spiel. Hallo, Dennis. Wie krieg ich das wieder weg? Jetzt hast du es. Da spricht der liebe. Nicht Shadow. Night Shadow. Er nennt sich natürlich Light, denn er hostet, also spielt er. Spielt dem durch so ein Netplay und so weiter. Und ja, mal schauen. Light! Yeah. Oh, ich bin still. Lies! Lange Zeit wurde Mana von den Menschen aus der Scheiße. Friedlich eingesetzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana fest. Um Mana zu kontrollieren. Bei dem einen ist es normal und bei dem anderen Caps. Hä? Egal. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Böser Drache, Nee, sie schickten einen Drachen. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. Muss es richtig vorlesen. Mana drohte für immer. Mana! In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana schwer den Krieg beendet. Das haben wir nicht Mana in Caps geschrieben. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrscht wieder Frieden! Das alles ist schon lange her. Warum erzählst du es mir dann? Vielleicht geht's zu lange. Leicht. Du übersteuerst kein bisschen, wenn du schreist. Kein bisschen. Ich schreite auch nur daran, dass du mich auf plus 15 Dezibel gestellt hast. Ne, 12. Damit man dich versteht, weil du eine sehr ruhige und angenehme Vorleserstimme hast. Hey, Jungs! Wartet auf mich! Hey! Sei still! Wenn du aufhören sollst, hier entdeckt mit der Böse! Vielleicht sollten wir woanders spielen. Hier soll spuken. Du darfst so alles. Der Nachtschaft von uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem kleinen Gegenstand Wasser von erzählt. Und ich hab Hunger. Das kannst du deiner Oma erzählen. Vielleicht ist das ein Schatz. Komm, den müssen wir finden. Hilfe, ich falle! Das ist sogar so, am Ende noch. Das habe ich früher immer so gelesen. Oh. Weißt du, was das Tolle ist? Ich darf also einfach irgendwie die ersten 5 Parts nicht spielen. Ja, und ich darf komplett verkacken. Ja. Ah, mein Kopf. Und nu, wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Hä? Ich schwimme einfach hoch. Bist ein Carpador, oder? Du schwimmst Wasserfall hoch. Und springst 10 Meter aus dem Wasser. Sieht so ein bisschen aus wie Little Mac, oder? Ja, ein bisschen, stimmt. Aber damals hat er irgendwie alles mit Ähnlichkeiten. Der sieht auch aus wie ein Tetris-Block bei Polygonen und sowas weiß ich. So. Aber das haben sie gut gemacht. Das Wasser damals war echt schön. Und das Gras und die Blumen und der Stein. Und 1994, Baum. Echt. Leid, leid! Hä? Oh, ich erinnere mich gerade an Mann! Mann! Oh, das versteht keiner. Vielleicht irgendwann, wenn ich Testaufnahmen hochlade. Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas. Ich kann überhaupt nicht. Ich wollte einen 6. Akzent hinkriegen. Ich brauche etwas, um die Büsche zu darken. Kann ich auch nicht. Ich kann so kein Sächsisch, Alter. Ich will es einfach nie mehr versuchen. Nein, zieh mich heraus! Wow, klang das komisch. Wer spricht denn da? Wer macht dieses... Was macht dieses Schwert hier? Warum hast du eine Maske auf? dieses Licht. So hell, ich sehe nichts. Klatze. ein Gespenst. Leid, ich bin's auch nur. Das Schwert. Oh, das macht so viel besser. Ein sprechendes Schwert. Das ist so geil, einfach. Yay! Erste Waffe, und wir freuen uns, oder? Freut er sich? Nee, hebt seinen Arm nicht hoch. So wie nach dem Bosskampf, so yeah! Auf einmal ist das helle Licht verschwunden! Das warst nicht du. Hä? Nee, ist nicht verschwunden. Ich muss ins Dorf zurück. Wieso denn? Achso, ja, doch. Weißt du, das Licht ist verschwunden, weil du bist nicht so die hellste Leuchte. Oh! Also dein Charakter meine ich, weil der Hauptcharakter ist wirklich nicht die hellste Leuchte.
Hey, was macht denn eine Pogo-Puschel hier? Ah, die sind so cute. Den mach ich fertig. Der ist so knuddelig. Ah, schau mich an, ich hüpfe und beiß dich! Und mach mir keinen Schaden. Na, ah, oh, das hat weh! Lass mich in Ruhe! Ah, ich renn weg, aber das Bäume. Oh, tot. Das sind Bäume. Ich bin süß und knuddelig, knuddelig. Und ich hab da nebenbei, wenn du da dich da so prügelst, wie das System hier funktioniert. Man sieht unten diese Lebensbalkenleiste mit diesen Prozenten. Die Prozente bedeuten, wie hoch die Angriffskraft ist nach einem Schlag. Bei 100% macht man halt vollen Schaden. Wenn du jetzt 1000 Mal mit 1% dagegen schlägst, machst du halt nicht vollen Schaden. So wie diese zwei. Die waren irgendwie gerade bei 98, weil die voll waren, ne? Und so ist das System, man muss halt sich gedulden, um alles durchzukämpfen. Man kriegt Level Ups bei RPG und du rennst rum und kriegst Waffen und musst ganz viel und dies und das und später kommt noch Charaktere. Ich habe eine rein logische Frage, warum kannst du die nicht zerschneiden? Weil du Tier... das ist anderes... Was ist jetzt los? Warum kann ich die Blumen nicht zerschneiden? Ich gehe rüber. Ja, du kannst rüber gehen, aber... Das andere ist Unkraut. Unkraut ist nicht gut. Schöne Blumen lässt du in Frieden, weil du bist so ein Naturmensch, weißt du? Wieso kann ich die Blumen... Jetzt habe ich den Witz erst verstanden von dir. Wow. Wieso kann ich diese Blumen nicht zerschneiden? Latscht einfach drüber. Wow. Ah, ich bin so ein Spätzünder. Alles mögliche Schaden zu. Aber normal ist es... Deswegen töte ich auch all diese Pogo-Puschel. Ja, aber die sind böse. Pogo-Puschel ist erledigt. Das war ein Critical. Wenn das oben aufläuft, ist erledigt, dann kommt mehr Schaden und ja. Da kommt nicht so ein Flashlight und Fu-Fu-Fu-Sounds oder Schlätz! Stoop! Schlätz! Hommage an einen anderen Let's Player. Nee, fast so bedeutend wie ich. Ja, stimmt dran. So fast gar nicht. Oh! Oh, eine Truhe, Truhe! Aber erst die Truhe. In den Truhen sind natürlich Schätze drin, die man sich dann erstmal snackt und hier ist ein BOO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 O
Da, 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 Musik, wo ich singen kann, ja, ha, ha, ha. Okay. Wir werden uns wahrscheinlich erstmal Richtung unten, Richtung Haus links von ihm jetzt begeben. Da unten mit diesem schönen Topf-Vase-Vase-Schild. Was? Überfordert mich nicht. Hier, genau. Ich kann die Häuser nicht beschreiben, wenn ich sage, das Haus mit dem roten Dach weißt du noch weniger. Und sprichst mit dem, ja? Mit dem Dance. Yeah, Dance, Dance, Party, Dance, Dance. Das sind übrigens Händler und, ja, das heißt, zum Dorf hättest du beeil dich, bla bla. Aber er verkauft dir trotzdem was, weil es geht ja um Geld. Wie kann ich helfen? Kaufen. Wo geht's zum Dorfältesten? Ich fühle Nein, ich will nicht verkaufen. Hast du Doch, was? Ich will mal ein Bonbon verkaufen. Nein, kaufen, kaufen, hoch. Ja, was will ich denn kaufen? Guckst du. Ja, genau, und dann... Ein Bonbon. Ich glaube... Ah, Stirnband ist zu teuer. Okay, nichts anderes. Passt schon. Das Stirnband, dachte ich vorher, war 40, aber 50. Leider. Deswegen gehen wir wieder... Hab ich dran gesagt. Ich kenne ja auch nicht alles auswendig. Und dann gehen wir oben rechts zum Haus. Da siehst du Fetti und... Nein, rechts, rechts, rechts. Nicht das ist doch rechts. Noch weiter rechts. Nicht hoch. Du bist... Warum kann ich hier nicht meine Stadt... Weil du in der Stadt bist. Und hier... Vandalismus! Fetti und Timmy und Opi. Nein, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, das hätte es mir wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Idiot, es wäre besser gewesen, wir hätten dort nie gespielt. Nanu, Leid, was hast du denn in der Hand? Oh nein, das ist... Schwanz. Cool, ja, cool, du hast gefunden. Auf, lass uns kämpfen. Was hast du getan? Du hast immer das Manuskript aus dem Stein gezogen. Das ist unglaublich, wie stark du noch bist. Manuskript? Dann ist unser Dorf erledigt. So erzählt es die Legende, wir sind alle verloren. Im Stein stecken war das Manuskript unser Schutz vor dem dunklen Mächten. Mhm. Oh, deshalb sind plötzlich all diese Monster erschienen. Nee. Aber wie konnte ein Verdager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Ich kann Tom nicht mehr sprechen, ich hab seine... Oh Gott, au, au, au. Hey, hör auf damit! Du bist an allem schuld! Ich bin fett, alles hängt hier, ich bin fett! Du Vollidiot, ich bin fett! Bitte, lass das! Oh, viel Spaß! War ein Erdbeben! Wawa! I'm tot! I'm fat! Natürlich! Flop! Tschüssi! Und hallo Victor! Ja, er ist jetzt der Versager! Hallo Victor! Schreien wie ein Mädchen. Hilfe, Monster! Du hast ein Schwert! Los! Blablabla. Viel Spaß! Danke! Du bist da. Hey. Hey Junge! Hörst du mich? Beobachte das Monster und greif erst dann an! Toll! Bester Tipp ever! Übrigens, du kannst den Kampf gewinnen, also du musst ihn ja eh gewinnen, aber du kannst ihn auch gewinnen, ohne zu sterben. So nicht. Du wirst immer wieder belebt, deswegen auch ziemlich Wumms. Das ist halt so der Tutorial, was man soll lernen, wie die Bosse abgehen und vor allem die Musik. Opa. Die Musik. Bah, bah, und das wird dich wahrscheinlich töten. Ja, nicht ganz. Nee, ich habe noch 3 KP. Jetzt bist du tot. Nein. Kann ich das auch irgendwie dodgen? Nein. Geil! Man muss nur schnell genug sein und so sieht der Todesscreen aus. Einfach hey, richtig übel. Junge, ich habe eine Idee. Halte das Schwert für dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat. Okay. Vor allem, er trifft dich halt einfach mehrmals hintereinander richtig asozial mit so einem Zeug. Und, ja. Du, ja, auch, du musst jetzt irgendwie Button mashen, damit du irgendwann aufstehst. Ach so. Jetzt hau ihn halt. Ja. Er hat gesagt, er soll es aufladen. Nein, du sollst warten, bis es 100% hat, damit du mit voller Kraft Ach schlägst. So. Jetzt haust du zu bei ihm. Hau ihn da oben. Hau ihn. Richtig. Ich dachte, er meint die Superattacke. Nein, und... Ah, oh, das ist so mies. Oh, brrrr. Dreckskack. Also, ich wüsste nicht, wie man es dodgen kann. Wenn jemand das weiß, dann kann er es in die Kommentare schreiben. Wobei, das ist irgendwann hochgeladen. Ja. Das war ein Konterangriff. Ja, toll. Renn in seine Sichel rein. Diese Hitbox. Er hat die Sichel doch wieder geworfen. Die Sichel macht nur bewusstlos, nicht seine Schläge. Und die Sichel fliegt einfach dir hinterher, die ist so blauer Panzer, weißt du? Ciao. Einfach gerade völlig am vernichtet werden. Schon wieder und du bewusstlos. Hex, I call it Hex.
ich glaube, ich bin echt froh, dass wir 20 Minuten am Anfangspart machen. Jetzt hau ihn halt. Lass! Bam! Obwohl, er hat gerade geschildert, aber trotzdem. Ja, ne? Wer ist hier der Secret of Mana Main, hä? Ja, du ganz erst, sicher nicht! Du musst ja erstmal hinrennen. Du bist tot. Hey Junge, ich hab immer noch nie Idee. Also, immer noch dasselbe. Das ja. Nein! Ja, der macht sie wenigstens bewusst. Muss jeder seine Scheiße stunnen? Nee, jeder Zauber, das ist normal. Das ist immer so diese Zauberanimation, aber bewusstlos ist am schlimmsten, weil man dich damit echt kaputt hackst. Ist nicht mehr normal, wie oft er das macht. Geh jetzt kaputt, du Vogel! Diese sind nicht meine. Was? Es ist so der beste Kampf einfach so. Was? Du machst mir Schaden? Ich stun dich und. Yay, Sieg! Yay. Und so, musst du nur zweimal wiederbelebt werden. Die Todesanimation sieht einfach göttlich aus. Er explodiert einfach. Ja, und dieses Schmelzende ist richtig geil. Und jetzt yay, und du kriegst jetzt gleich einen Orb, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber. Und weiter geht's. Farodin und weiter. Was? Schwertorb, genau. Und du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben. Ich dachte, das ist dein Ältester. Hä? Warte, der ist rausgekommen. Was? Wie kam der da raus? Der ist doch viel zu schwer, um rausgezogen. Erscheint, es ist das echte Mal. Das ist das echte. Das echte Mal, das Schwert. Aha, und weiter? Sorry, du darfst ihn jetzt komplett sprechen. Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Ist jedoch viel zu jung. Irgendwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Ist behindert. Hier, nehmen Sie es. Es geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Du kannst es tun. Du hast es herausgezogen. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria am Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Ich glaube, du kannst dich wieder bewegen. Nein, das kommt der kleine Timmy noch. Timmy! Hallo, Timmy! Timmy! Leid, der Dorfälteste möchte mit dir sprechen. Gut, ich muss auch weiter. Ich bin übrigens Viktor. Alblali. Viktor. Ich warte auf dich vor dem Wasser. Ich warte auf dich. Ah, ich bin Viktor. Aber ich würde sagen, wir beenden diesen Part, bevor wir da reingehen. Nein, genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Leute. Das war der erste Part von unserem Together! 200.000 Folgen! Nein, ist es nicht. Oh, und Mann. Jetzt muss ich ihn noch länger ertragen. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ja. Tschüss, liebe Leute!